Noch irgendwas? Oh, okay, geht los. Wir sehen Matsuso mit Dark Samus gegen Belcampo mit Inkling. Ich schaue weiterhin in den Chat. Oh. Okay, Up-Tilt into Fair. Schön. Schon mal gute Prozente von Matsuso bisher. Sehr, sehr, sehr viel Pressure. Oh. Was hat Kurumi gepickt gegen Flora? Steht leider nicht da. Ich musste sie also persönlich fragen. Muss ich mal schauen, ob ich hier mal eine Pause finde. Matsuso gegen Belcampo. Und bisher, der erste Stock geht an Matsuso. Wird dieser Stock auch gehalten, ist die Frage. Sehr ganz guter Damage. Oh, okay. Und die Up erklärt, es ist wieder even. Matsuso baut gut Damage auf jeden Fall. Oh, schöne Down-Air. Oh, und ein Gimp. Okay. Wichtig für Belcampo. Jetzt gerade 120% noch auf Inkling drauf. Die Abby schon ein bisschen trigger-happy. Ist natürlich immer ein harter Punish dafür dann, ne? Oh, der Upsmash trifft nicht und Backthrow, okay. Da kommen die Bomb-Traps. Und der Down-Tilt klärt. Okay. Also. Wichtiges erstes Match hier. Mal sehen. Zum Moment sieht es doch noch besser zu für Belcampo aus. Aber hier Kombo-Starter. Gleich 31%. Oh, harte Back. Er trifft. Und die Fair. Jump ist weg. Und oh. Das wäre es fast gewesen einfach. Das wäre es einfach fast gewesen. Okay, jetzt. Oh. Forward Throw. Okay. Will vielleicht den Upthrow ab er noch nicht stalen. Byleth gegen DDD. Ah. Kurumi hat mit Byleth gewonnen. Okay. Oh. Und? 43%. Bei Samus muss man immer überlegen, dass auch der Grab irgendwann killt. Ich glaube, der killt sogar jetzt schon. Aber den zu bekommen, das ist halt immer scary. Gerade bei einem Inkling, der auch einfach Up-Throw-Up-Air machen kann. Wenn das jetzt überhaupt noch möglich ist. Mal gucken. Und... Oh, hat nicht getroffen. Geht weit offstage. Wird er dafür gepunished? Nein. Okay. Oh, sehr trigger-happy gerade. Wichtiges Match. Fair killt noch nicht. Charge-Shot... Wird aufgeladen. Trifft nicht. Up-Air. Oh, die Up-B. Und noch ein Up-Air. Und es reicht noch nicht. Oh, man sieht auch schon vor der Tür, wird das Match auch geguckt. Oh, und der Roller. War's das? Nein. Oh, was passiert hier? Was passiert hier? Die Leute vor der Tür schreien rum. Leute schreien rum. Okay, 83% hier schon. Oh, und der Eimer rettet nochmal das Game für Belcampo. Wow, knapp. Knappe Kiste. Belcampo bekommt das Game noch. Puh. Der hat viel gekillt. Also,
Puh, da hat wirklich nicht mehr viel gefehlt gerade. Ein bisschen Pressure mit der Side B, irgendeine Dash Attack oder so. Das hätte schon auch anders ausgehen können. Und jetzt im Moment steht es 1-0 für Belcampo. Es ist ein Best of Three. Also noch eine Chance hier für Matsuso, das Game zu holen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob das einen Unterschied macht. So im Moment sieht es so aus, als ob Matsuso schon weiter wäre. Aber ich bin mir nicht sicher. Müsste mir das nochmal angucken. Oh, oh. Und guter Damage. Ja, der Booker with the Grab wird auf jeden Fall gepunished. Guter Damage hier von Belcampo. Oh, Jump abgefangen. Roller kommt raus. Oh, okay. Wichtig, also... Es ist nicht super einfach, aber man kann Inkling auf jeden Fall bei der Recovery interrupten. Abgekillt noch nicht. Ich feiere die Musik auf jeden Fall. Ist, glaube ich, von King of Fighters. Also zumindest ist es von Terry. Kamen die mit Terry rein. Ist, glaube ich, das letzte Set. Campo gegen Matsuso. Ja, das ist auch das... Ah ne, Moment. Nice Face gegen Belcampo. Ist wahrscheinlich auch noch on stream. Aber ansonsten ist dieser Pool auch schon zu Ende gespielt. Das ging hier wirklich auch schon schnell. Also da ist es schön, wenn man genug Setups hat. Früher bei unserem NDZ war es immer so, dass die Leute noch Bildschirme mitbringen mussten, dass wir immer noch Bildschirme mitbringen mussten. Ihr könnt euch vorstellen, wie das war so ein bisschen Kreuzweg, also ein bisschen anstrengend. Es ist schön, wenn man das wie im LEZ alles vor Ort hat und dann nur noch Konsolen mitbringen muss. Stellt euch das mal vor, in Brawl-Zeiten, also zu Brawl-Zeiten und früher, Millie, alle noch mit CRTs unterwegs, immer schön in der Bahn, noch mit einem dicken Fernseher. Das war, puh, anstrengendes Hobby. Oh. Okay, also wir sehen jetzt im Moment Matsuso mit der Führung. Das kann sich aber ganz schnell ändern. Jetzt allerdings gute Zeit zum Damage machen. Oh, hätte die Down ja noch getroffen. Puh. Schöne AB. 74%. Kann er das Game holen? Oh, wenn er das Game holen kann, dann ist er safe weiter, weil die Win Percentage dann besser ist als bei Flora. Oh. Bei Matsuso ist es nämlich nur so, dass er darf es nicht zum Head-to-Head kommen lassen, weil er gegen Flora verloren hat. Und, oh, das war's noch nicht. Und das war's. Ja. Okay. Und das ist noch nicht das Ende des Sets, aber das ist auf jeden Fall die Entscheidung für Matsuso. Und zwar wird er weiterkommen in die Top 8. Glückwunsch. Ja, Entschuldigung für das ganze Gehuste. Bin immer noch nicht ganz gesund. Es ist leider sehr nervig. Gerade wenn man viel reden muss.
Danke. Ja, Ashman auch im Chat. Was geht? Ja, vielen Dank. Ich brauche noch ein paar Tage und dann bin ich wieder voll auf dem Damm. Jetzt sehen wir hier nochmal Best of Three, das letzte Game. Matsuso gegen Belcampo. Es waren beides sehr knappe Matches. Matsuso konnte das letzte Game auf jeden Fall gut für sich entscheiden. Das davor war super knapp, Last Hit. Jetzt sieht das hier wieder besser aus für Belcampo. Kann sich natürlich immer schnell ändern in einem Game wie Smash. Sind dann heute noch irgendwelche andere Turniere? Wisst ihr da was? Wir schalten uns immer so zwischendurch auch noch einen Stream an, weil wir hier so viele Fernseher rumstehen haben, dass man sich da auch irgendwie noch einen Stream anschalten kann und so. Deswegen, wir schauen auch immer gerne andere Streams an. Es war letztens ganz cool, dass wir dann, findet zwar nicht oft, es passiert nicht oft, aber wir hatten das letzte Mal so, dass wir Virtua Smash und NIZ am gleichen Datum hatten, wenn wir uns da nicht abgesprochen haben oder so. Und das haben wir dann halt uns auch nochmal auf einem Beamer geguckt. Das ist ziemlich cool. Bisschen Public Viewing. Oh, oh, knapp. Ich habe heute schon eine Yum-Yum-Suppe gegessen. Ich hoffe, ich habe später noch Hunger auf eine richtige, ein richtiges Ramen. Das ist nämlich immer so unser Ding nach dem Turnier. Immer noch schön ganz teuer Ramen essen gehen. Muss man sich auch mal. Einmal im Monat kann man sich das einfach gönnen. Richtig lecker. Meistens nicht zu viel gegessen, nicht so viel gegessen über den Tag. Und dann ist das immer genau das Richtige. Es gibt einem so richtig Energie. Apropos Energie. Trinkt immer genug. Wenn ihr heute da was habt, gerade da was habt, dann gönnt euch mal ein bisschen. Hm, heute ist nichts mehr. Was ist Takumi in Hamburg? Ach so, das ist ein Ramen-Shop? Oh, da bin ich aber sowas von dabei. Auf jeden Fall. Da müssen wir einfach mal so zu einem Weekly kommen. Es gibt ja das Arcadia Weekly. Und dann kann ich einfach mal zu Takumi. Dann kommen wir einfach mal zu Takumi. Safe. Auf jeden. Das ist ein Versprechen, Ashman. Safe. Oh, bester Ramen. Haha, sagst du? Oh, das probieren wir gerne aus. Wir gehen immer zu Anrahmen in Kiel. Das sage ich jetzt ohne Sponsoring. Sehr lecker. Teuer, aber sehr lecker. Bin ich mal gespannt, wie das in Haha hatten wir auch einen. Ich weiß nicht mehr genau, wie der hieß, aber es gab da so eine Retro-Konsolen. So eine Retro-Konsolen-Ecke und da ist alles voll mit so alten Mangas und so. Das ist ziemlich cool. Und daneben ist so ein Laden, da ist irgendwie Who Dat Fo. Das ist so ein koreanischer Laden oder vielleicht auch thailändisch oder so, aber ich finde diesen Namen einfach so geil. Who Dat Fo? Ja, also Takumi in Hamburg. Schaue ich gerne mal vorbei. So, inzwischen sieht das sehr gut aus hier gerade für Belcampo. Da reicht nicht mehr, da braucht es nicht mehr viel. Das ist ein 2-1 für Belcampo. A Whiff Grab, aber Samus Floaty. Oh, das war's. Ja, 2-1 Belcampo. Viet. Ah, okay, vietnamesisch. Ja, das kann sehr gut sein, ja.